Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind wieder on Tour, wir sind unterwegs und logisch, ihr seid natürlich wieder dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Und wir haben tatsächlich auch schon ein kleines Stück zurückgelegt. Wir wollten ja eigentlich erst im neuen Jahr starten, aber es ist tatsächlich noch 2022. Wir sind gestern auch schon aufgebrochen, gestern Abend, und haben jetzt einen schönen Übernachtungsstopp gemacht beim Stefan. Ne? Stefan gehört ja zum Team, das wisst ihr ja, zum Social-Media-Team. Und da das auf unserem Weg liegt, haben wir gedacht, oh, da fahren wir gerade noch mal kurz beim Stefan vorbei, machen hier einen Übernachtungsstopp. Und die allgemeine Richtung ist ja bei uns ja, zu den Bayerischen Alpen im Bereich so Garmisch Partenkirchen. Das heißt, wir werden heute jetzt oder jetzt gleich, gerade einen Kaffee getrunken, werden jetzt gleich weiterfahren. Wir wollen noch mal nach München rein und dann, ja, heute Mittag, Nachmittag wollen wir dann weiter in den Bereich Garmisch-Partenkirchen. Die Anja ist jetzt noch im Bad und sobald die fertig ist, geht es dann auch los. Und wie hast du geschlafen die erste Nacht? Gut, wie immer. Ja, du musst ein bisschen lauter reden, weil du noch kein Mikro hast. Ja, wenn du fertig bist, ich habe gerade gesagt, dann machen wir uns los, ne? Weil wir haben jetzt noch so gute 2 Stunden. Dann nach München. Ich bin fertig. Ja, alles klar. Ja, so gefällt mir das Wetter schon besser. Heute Nacht, als wir ja unterwegs waren, zu unserem ersten Übernachtungsstopp, da sind wir bei Regen gefahren. Und ja, jetzt so heute Morgen mit Sonne Richtung München hat schon was. Muss ich jetzt gerade auch noch mal kurz erzählen. Ja, für die, die es nicht wissen, ich bin ja in Bayern geboren, deswegen fühle ich mich natürlich mit Bayern sehr verbunden. Und wir wollen ja Richtung Bayerische Alpen, so im Bereich Garmisch-Partenkirchen. Aber ich hab gesagt, wir müssen auf jeden Fall heute erst mal kurz nach München rein. Also das muss ich mitnehmen. Das machen wir. Ja, und weißt du, ja, aber da gibt es so 2 Rituale eigentlich. Also das erste wissen eigentlich wirklich nur die Freunde, ist jetzt auch an der Stelle nicht so interessant, was ich in München auf jeden Fall machen muss. Und das zweite ist, ich muss auf jeden Fall einmal im Jahr im Hofbräuhaus einen schönen Schweinsbraten gegessen haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn ich, laut Navi sind wir so gegen 11:30, 12 in München. Das heißt genau passend zum Mittagstisch. Mhm. Was ich mich aber jetzt noch frage, ist, wo du mich jetzt für die Silvesternacht abstellen wirst. Wo ich dich abstellen werde? wie sich das anhört. Also du meinst, wo wir quasi ins neue Jahr, genau, rutschen. Welchen Plan du hast. Na gut, ich hatte es dir ja schon mal gesagt. Bei uns läuft jetzt wirklich tatsächlich alles so ein bisschen spontan. Da wir auch ja, ehrlicherweise nicht genau wussten, wann wir jetzt losfahren. Und jetzt sind wir ja ein bisschen früher losgefahren, als wir wollten. Und klar, das Grundgerüst vom Streckenverlauf hatte ich ja schon im Kopf. Und ja, Bayerische Alpen wollten wir ja weiter. Und da geht es dann nach Ohlstadt. Ohlstadt, im blauen Ländchen, ist in der Nähe von Murnau. Und da habe ich letztens erfahren, die haben da jetzt auch offizielle Stellplätze am Schwimmbad. Das wollte ich mir mal angucken. Deswegen, ja, ich würde ganz gern heute Nachmittag dann Richtung Ohlstadt weiterfahren. Ist denn das die Endstation? Naja, ich denke mal, viel weiter werden wir dann wahrscheinlich heute nicht mehr kommen. Da werden wir vielleicht ins neue Jahr rutschen. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist jetzt so der Plan. Kann bei uns auch ganz anders kommen, oder? Und da sind wir schon mitten in München, im Zentrum. Das ist jetzt hier ja so ein bisschen die Prachtstraße, ne? Die Maximilianstraße. Das siehst du auch hier, ne? So die Geschäfte, Valentino, Dior und so. Also Anja wieder so ein bisschen außerhalb unserer Möglichkeiten, sag ich mal. Ne? Der Hammer ist übrigens, hier laut Anzeige, 17 Grad haben wir, ne, draußen. Verrückt. Das ist echt verrückt. Da weißt du wieder jetzt gleich nicht, wenn wir aussteigen, was man anziehen soll. Ich bin ja mal gespannt, wo du hier parken willst. Ja gut, wir müssen ja noch ein Stückchen fahren. Da
wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden. Ist ja in München auch nicht so einfach. Klar, wir können ja auch schlecht in irgendein Parkhaus fahren. Aber also manchmal muss man halt auch einfach Glück haben. Wir stehen in der Nähe vom Odeonsplatz bzw. Theatinerkirche. Also wirklich recht zentrumsnah. Und das Schöne ist, die Automaten, Parkscheinautomaten, alle hier außer Betrieb. Also wir sind jetzt alle abgegangen hier. Und du kannst hier auch so mit dem Handy-App bezahlen. Handy-App, ja. Und das ging nicht. Das ging nicht. Also ich habe die extra runtergeladen und habe versucht, mit dem Standort hier zu bezahlen. Und dann können wir bei diesem Standort auch nicht bezahlen. Nein. Gut, dann ist es so. Dann parken wir jetzt frei und dann gehen wir jetzt Richtung Hofbräuhaus. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Anja ist schon voraus. Ich glaube, die hat schon Hunger. Anja, hast du Hunger? Bisschen. Okay. Guck mal, da war ein schöner Blick. Ganz hinten siehst du die Türme von der Frauenkirche. Hier vorne ist, das ist in Gelb, die Theatrinerkirche. Schön, ne, hier. Ja. Also das Wetter ist verrückt. Anja, ich wollte eben gerade sagen, ich habe jetzt die Jacke an, weil ich habe echt überlegt, ob ich überhaupt eine Jacke brauche. Aber jetzt habe ich sie angezogen. Ich glaube, es ist mir fast zu warm. Also ich sage, auf der Anzeige war es eben gerade 17 Grad Außentemperatur. Glaubst du wirklich nicht, dass wir den 31.12. haben, oder? So, und jetzt laufen wir natürlich auf unserem Weg erstmal hier über den Marienplatz. Ne, muss man ja schon mal machen, weil ich glaube ja so mit neben Frauenkirche, Stachus, schon so das berühmteste in München. Hier, jetzt sehe ich gerade was, da muss ich mal kurz mit dir rübergehen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du siehst. Und zwar hier, ja, ist natürlich heute jetzt auch schon ein bisschen moderner. Bei dem Restaurant-Café Wildmosers. Hier ist eigentlich, ich weiß gar nicht, früher war da immer noch ein Schild. Wundert mich, dass es heute gar nicht steht. Oder ist es da drin? Warte mal kurz, guck mal. Ja, da war doch gerade was. Muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Genau, guck. Es ist gut, dass wir jetzt reingeguckt haben, weil sonst könntest du ja wieder denken, ich erzähle dir irgendeinen Quatsch. Ist nämlich auch ganz interessant. Jetzt glänze ich mal mit Wissen, was keiner braucht. Also hier diese Gaststätte, sage ich mal, gilt so als die Geburtsstätte der Weißwürste. Anno 1850 oder was, ist nämlich tatsächlich dem Metzgermeister hier, so der Legende nach, ist irgendein Fehler unterlaufen. Der hatte, was weiß ich, Kalbsbrät gehabt und keine Därme mehr und hätte wohl einen angestellten Lehrling oder was losgeschickt und der kam aber mit Schweinsdärmen zurück. Weißt du, in was für Därme er es eigentlich reinmachen wollte? Er kam dann mit Schweinsdärmen zurück. Und jetzt hat er gedacht, ja gut, die Gäste haben schon gewartet aufs Essen. Und dann hat er gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hat er den Kalbsbrät da rein, hat aber die Wurst dann gebrüht, weil er Angst hatte, dass sonst die Därme aufplatzen, wenn er sie brät, also in der Pfanne brät. Und also ließ quasi so, der Legende nach, aus der Not raus ist die quasi geboren worden. Also hier ist das Wurzhaus, ne, der Weißwurst. Nur, dass ihr es auch mal wisst. So, jetzt sind wir aber gleich da. Gegenüber ist ja auch das Hardrock-Café. Das wäre ja eigentlich wieder so eine Adresse für dich, ne? Mhm. Also mir wird es ja in meiner Jacke fast ein bisschen warm. Die muss ich gleich ausziehen. Ich habe gerade schon überlegt, da könnten wir uns fast vielleicht in den Biergarten auch setzen hier bei dem Wetter heute. 31.12. Mhm. So, hier geht's rein. Das Gefühl, die warten hier heute noch. Ja gut, hier ist immer die Hölle los. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir da rein? Voll? Voll. Ah, okay. So, da hast du es gehört. Ich wollte natürlich in die Schwemme rein. Also oben möchte ich eigentlich gar nicht sitzen. Anja, was machen wir jetzt? Warte mal kurz. Jetzt müssen wir uns erstmal sortieren. Weil ich möchte ja unten in der Schwemme, also unten, das sind mehr Schwemme, möchte ich natürlich drin sitzen. Dann hatte ich wohl recht, dass sie auf dich gewartet haben heute. Ja, aber hier ist ja eigentlich immer viel los. Es geht doch, Anja. Ne? Man muss ja mit den Leuten nur reden. Jetzt habe ich gerade noch mal mit dem gesprochen. An der Tür. Jetzt geht's rein. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt schon wieder draußen aus dem Hofbräuhaus. Wir waren sogar jetzt schon ein bisschen unterwegs gewesen. Viktualienmarkt haben wir uns angeguckt. Beim Dallmayr waren wir mal kurz drin gewesen.
auch ein bisschen was gekauft. Fragt nicht, was das gekostet hat da drin. Ja, muss man halt einfach mal gemacht haben. Und ja, im Hofbräu, das wollte ich sagen. Gut, da war es so laut gewesen. Wir mussten uns auch am Tisch irgendwo mit dazusetzen. Also deswegen habe ich da nicht mehr gefilmt. Aber als Beweis, wir haben natürlich ein paar Bilder gemacht. Die zeige ich euch jetzt. Da seht ihr mal den leckeren Krustenbraten. Anja hat auch Krustenbraten gehabt. War auch lecker, ne? Ja. So, und jetzt ist es schon mittlerweile, ich weiß nicht, was sagt denn die Uhr? Halb vier, glaube ich. Halb vier? Okay, jetzt müssen wir mal langsam weiter. Jetzt geht's zurück zum Auto und dann fahren wir nach Ohlstadt und gucken mal nach dem Stellplatz. Also, auf geht's. Ja, Leute, und wir sind mittlerweile unserem Ziel angekommen. Es ist jetzt schon dunkel draußen, weil, die Geschichte müssen wir euch jetzt auch schnell erzählen, ne? So viel zum Thema Spontanität, weil es zieht sich bei uns durch jetzt quasi ja. Das ganze Video, ne? Aber wir sind halt spontan. Also, wir haben ja gesagt, wir fahren den Stellplatz in Ohlstadt an. Das haben wir dann auch vorhin gemacht. Der ist eigentlich auch wirklich schön. Also der liegt da schön am Freibad, am Solarfreibad. Mhm. Schön außerhalb, schön ruhig. Ist natürlich, jetzt mal gerade wenn ich, so vorhin habe ich ja gesagt, im Sommer ist es natürlich mega, ne? Stehst auf dem Platz, kannst du das Solarfreibad nutzen? Das denke ich auch. Also wenn man da, wenn schönes Wetter ist und kann dann gleich ins Schwimmbad rüberhüpfen und hat seinen Stellplatz. Das ist schon mega. Ja. Und es war alles vorhanden gewesen. Vielleicht kommen wir ja nochmal vorbei und ich zeige den Stellplatz. So, aber, großes Aber, da standen vorhin zwei Reisemobile noch und wie wir gerade erzählt haben, der ist ein bisschen außerhalb gelegen und Ohlstadt ist jetzt auch kein Riesenort. Und da haben wir gedacht, naja, weiß ich nicht, da sind wir doch so ein bisschen arg weit weg vom Schuss. Gut, haben wir dann geguckt. Ich kannte diesen Platz, wo wir jetzt stehen, kannte ich auch schon vorher. Den habe ich mir vorher schon mal angeguckt. Und zwar sind wir dann weitergefahren nach Garmisch-Partenkirchen und wir stehen jetzt auf dem, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Camp am Wank, genau, richtig, danke. Camp am Wank, und zwar ist es ein Stellplatz direkt an der Talstation von der Wankbahn. Also da mittendrin, bei den Aufnahmen, die ihr jetzt seht, da mittendrin stehen wir jetzt. Und das Schöne hier an dem Stellplatz ist, der liegt ein bisschen oberhalb, also diese Talstation liegt ein bisschen oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Und du hast einen mega Blick über Garmisch-Partenkirchen. Und da versprechen wir uns natürlich jetzt, dass wir ein ganz tolles Silvesterfeuerwerk haben. Das denke ich. Also wenn dieses Jahr so wieder ein bisschen geböllert und Raketen tatsächlich auch wieder losgelassen werden, dann denke ich, haben wir hier einen tollen Blick. Ja, das auf jeden Fall. Also, deswegen haben wir uns jetzt auf jeden Fall entschieden, dass wir jetzt hier die Nacht bleiben und hier quasi ins neue Jahr rutschen. Gut, so, also so viel dazu. Ein Link zu dem Camp Wank an der Wank. Camp am Wank. Camp am Wank, ich kann mir es nicht merken, Leute. Und ich habe noch nichts getrunken, das ist nur nebenbei. Also, wenn ihr das Video seht, ist ja schon das neue Jahr. Wir rutschen jetzt in rund 2 Stunden rutschen wir jetzt rein. Aber ich hoffe, ihr seid genauso gut reingerutscht dann, wenn ihr das Video seht, wie wir hoffentlich dann jetzt auch. Und an dieser Stelle wünschen wir euch natürlich nochmal alles Gute für 2023. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und dass natürlich alles in Erfüllung geht, was ihr euch für 2023 wünscht. So, wir stoßen jetzt an. Achso, übrigens, stopp, das wollte ich noch sagen. Ich hab doch vorhin, wo wir im Hofgarten saßen, hatte ich ja gesagt, dass wir im Dallmayr waren. Die Anja hat zugeschlagen. Was ihr hier seht, ist es ist kein Aperol mit Sekt, sondern Pampelle. Muss ich mal gerade in die Kamera halten. Pampelle, den hast du vorhin im Dallmayr. Genau, gekauft. Ich habe das entdeckt und ich liebe Pampelmuse. Also das ist so ein Pampelmusenlikör, also ähnlich wie so ein Aperol gemacht. Soll wohl nicht ganz so süß sein. Also ich bin jetzt gleich gespannt. Ich auch nicht. Also Aperol Spritz war gestern, Pampelle Spritz ist heute. Der stand auf dem Schild nicht dabei. Genau. Also vorhin eine Flasche mitgenommen. Bin ich jetzt mal gespannt, wie er schmeckt. Weil wir stoßen jetzt auf jeden Fall mal an. Ansonsten verabschieden wir uns schon an dieser Stelle. Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs, das heißt, das eine oder andere Video wird noch kommen. Aber bis dahin, macht's gut, habe die Ehre, ciao. Ciao, ciao. So, jetzt aber mal probieren. Bin gespannt. So. Ja, Danke. Also meins ist es. Kann man trinken.